Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem monatlichen Reset. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Clara. Ich mache hier jeden Monat ein Reset-Video, wo ich über Ziele rede, über Habits rede, die ich tracken möchte, über die Bücher rede, die ich gelesen habe, mein Bullet Journal zeige. Also all dieser cozy, productive, girly Shit, den ich liebe und den ihr vielleicht auch liebt. Wir haben heute den 1. Mai. Heute ist Feiertag, obviously. Und oh mein Gott, dieser kleine Kerl hat heute Geburtstag. Bobby wird heute 2 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Bobby! Und es ist total verrückt, aber es ist heute unfassbar heiß. Es war gestern auch schon unfassbar heiß, deswegen habe ich auch schon mein Bikini drunter. Ich werde mich nämlich heute auch noch ganz genüsslich in die Sonne setzen auf dem Balkon. Aber zuallererst erzähle ich euch einmal kurz, was jetzt abgeht. Bevor wir uns an die Fun-Sachen machen wie Bullet Journal, Planning, Bücher, habe ich noch ein paar Sachen zu erledigen. Zum einen will ich den Balkonboden sauber machen, weil wir haben jetzt letztens schon Blümchen gepflanzt und jetzt soll halt noch der Balkon sauber sein. Und ich muss noch staubsaugen und später mein Bett beziehen. Das dauert aber noch eine Weile, weil die Bettwäsche noch im Trockner ist, beziehungsweise in der Waschmaschine. Genau, und dann werden wir mein Bullet Journal Setup durchgehen. Ich werde über mein Budget sprechen. Ich habe mir nämlich letzten Monat einen Budgetplan gesetzt und ich werde euch updaten, wie das gelaufen ist, wie es diesen Monat aussieht. Wir werden meine Habits eintragen, meine Pläne und Ziele eintragen und wie gesagt auch über die Bücher sprechen, die ich gelesen habe. Ich freue mich sehr. Und jetzt geht es erstmal los, bevor es viel zu heiß wird. Wir haben nämlich jetzt schon 11.16 Uhr und bevor es viel zu heiß wird, mache ich jetzt erstmal den Balkon. Der Balkon ist jetzt sauberer als vorher. Es ist auch einfach so schön mit den Blümchen jetzt wieder. Hui. Bevor ich irgendwas anderes jetzt mache, baller ich mich fett mit Sonnencreme ein und hocke mich hier auf dem Balkon. Denn ich habe noch mein Buch, was ich zu Ende lesen muss. Es ist wirklich nicht mehr so viel. Und das ist mein nächstes To-Do, dieses Buch beenden endlich. Ich habe daran viel zu lange gelesen und ich will es noch in den April zählen, auch wenn heute schon der 1. Mai ist. Aber ich würde es sehr gerne noch für den April quasi abhaken. Es ist ja auch noch früh, es ist ja noch morgens. Deswegen werde ich das jetzt zu Ende lesen und mich sonnen, mich brutzeln. Ich freue mich so sehr, wirklich. Meine Lieben, ich habe genug in der Sonne gesessen. Ich habe Legendary beendet. Dazu später mehr. Und es ist der perfekte Zeitpunkt, um durch mein Bullet Journal zu gehen. Der Monat April war eine Achterbahnfahrt. Es sind mehrere Sachen passiert, die echt schlimm waren, aber ich bin eigentlich echt gut da rausgekommen. Also ja, es war irgendwie ganz absurd und wild dieser Monat. Gehen wir mal durch die Pläne, die ich mir gemacht habe für den Monat. Eins davon kann ich noch abhaken. Ich hatte mir ziemlich viel vorgenommen und habe fast alles auch erledigt. Zum einen habe ich mir vorgenommen, Inliner fahren zu gehen. Und ja, ich war an einem Tag Inliner fahren. Ja, ich schaffe es einfach nicht so oft, aber ich mache es einfach immer wieder gerne. Deswegen habe ich es mir vorgenommen. Und es ist ja auch nicht nur so ein Plan, sondern auch so eine Bucketlist mäßig. I did that. Dann habe ich Heels-Kurse bei einem anderen Pole-Studio mir vorgenommen gehabt, weil da eine Trainerin ist, die ich sehr mag vom Stil her. Und ich war zweimal dort und ich habe auch gemerkt, dass zweimal richtig gut ist, um halt einmal die Choreo zu lernen. Dann kann ich sie zu Hause üben nochmal und dann kann ich die Choreo nochmal mittanzen. Und dann ist es irgendwie nice und ich glaube, das werde ich so im Mai auch machen, dass ich halt auch zweimal dahin gehe. Das war sehr, sehr toll. Also definitiv werde ich das öfter machen. Ein Picknick hatte ich auch mit
meiner Freundin Jasmin. Wir saßen irgendwo in Mitte auf einer Wiese bei der Museumsinsel und wir hatten Reiswaffeln, Erdnussbutter, Datteln. Wir hatten eine Menge und es war sehr, sehr toll. Also ich liebte es. Dann hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dreimal die Woche ins Gym zu gehen. Ich habe da aber zweimal die Woche draus gemacht, eben weil ich auch bei diesem Montags-Heels-Kurs war. Und ich habe zweimal die Woche auf jeden Fall durchgezogen. Also ja, ich war jede Woche mindestens zweimal im Gym und dann halt noch ein bis zweimal beim Pole und habe dann noch zu Hause was gemacht. Also ich habe schon recht viel Sport gemacht den Monat im April und bin ich auch stolz drauf und ich merke auch gerade wieder Fortschritte. Also ich war sonst ja immer 5 Kilometer laufen. Jetzt hatte ich gestern und vorgestern beide Male 6 Kilometer gemacht. Also ja, who knows, vielleicht wird das jetzt immer mehr. Next one ist 4 Bücher lesen. Und da ich jetzt einfach das mal mitzähle, habe ich 4 Bücher gelesen. Weil ganz ehrlich, es waren ja heute nur noch so 50 Seiten oder sowas, die gefehlt haben. Und das finde ich fair. Ich habe das Buch ja jetzt irgendwie mittags rum beendet. Und ich finde das in Ordnung, dass ich das noch mit zum April zähle. Ich hatte mir auch mehr Verantwortung auf der Arbeit gewünscht. Das habe ich diesen Monat auch abgehakt bekommen. Richtig gut. Und ja, 4 Videos habe ich definitiv nicht im April hochgeladen, weil ich eine Pause gemacht habe aufgrund von Dingen. Wie viele Videos hatte ich denn im Endeffekt hochgeladen? Let me check. 3. 3 Videos habe ich hochgeladen. Das ist okay. Ich habe nur 2 Wochen geskippt, weil ja. Ja, also ich finde, es ist eine ganz gute Bilanz. Ich habe auf jeden Fall die meisten Sachen erledigt und bin auch sehr happy darüber. Und ja, finde es jetzt nicht schlimm, dass ich 1, 2 Sachen nicht erledigt habe. So, dann geht es schon weiter mit dem Mai. Ich muss sagen, ich bin diesmal nicht ganz so happy mit dem Design, weil ich habe aus Versehen... Also ich habe eigentlich für jeden Monat eine Farbe festgelegt. Und ich habe aber vergessen, dass der Mai schon gelb ist und hatte dann grün als Highlighter benutzt und habe dann gelb drüber gemacht. Und jetzt ist es so ein Lime Green und es vibet nicht so mit der Ästhetik. Aber egal, ich hätte es einfach grün lassen sollen, aber egal. Mein Vision Board für diesen Monat umfasst wieder Pole Heels, weil ich wieder gerne in Heels-Kurse möchte. Dann habe ich auch 2 Bilder für Berlin ausgedruckt, weil ich habe lange Urlaub und ich möchte gerne alle Berlin-To-Dos, die ich noch so offen habe, abarbeiten. Also ich möchte einfach wirklich so eine Zeit mir machen, wo ich jeden Tag irgendwas erlebe, irgendwas Neues sehe, irgendwas mache. Und da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Und ja, deswegen sind hier so Berlin Things. Dann habe ich hier noch ein Foto von einem Balkon und sonst einfach nur so ein paar Stimmungsbilder. Vielleicht möchte ich auch mal an den See und ja, einfach draußen sein, das Leben genießen. That's the plan for this month. Also wie gesagt, ich habe sehr lange frei und ich würde auch echt gerne vielleicht einfach auch mal alleine Sachen machen. Oder vielleicht finde ich ja auch wen, der mit mir zum See fährt oder mit mir irgendwie Berlin-Things macht. Ja, ich freue mich aber drauf. Ich freue mich einfach drauf. Also ich glaube, dieser Monat wird gut. Ich glaube, dieser Monat wird richtig, richtig gut. Das Einzige, was ich bisher in meinem Kalender stehen habe, ist, dass ich nach Bochum fahre Ende des Monats. Also nach meinem Urlaub erst. Und ja, kommen wir jetzt zu meinen Mai-Plänen. So Leute, gehen wir meine Pläne, meine Liste an Zielen für den Mai durch. Zum einen, wie ich gerade schon gesagt habe, ich möchte meine Berlin-To-Do-Liste abarbeiten. Ich habe da eine auf Notion und da stehen ganz viele tolle Sachen, die ich noch machen möchte. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel Nummer 1, das in meinem Urlaub zu machen. Und als separaten Punkt habe ich dann noch See aufgelistet, weil ich möchte unbedingt einmal zum See. Es ist jetzt nicht so, dass ich das auf meiner To-Do-Liste drauf habe, aber das ist auch eine Sache, die ich machen möchte. Dann habe ich mir, wie ich gerade auch schon gesagt habe, vorgenommen, 2-mal zu den Heels-Kursen zu gehen, von denen ich gesprochen habe, weil wie gesagt, das ist so die perfekte Anzahl im Monat und es ist dann auch nicht zu teuer, weil Pole Classes sind so teuer. Das ist mir jetzt auch erst wieder richtig aufgefallen, wo ich halt dieses Budgeting mache. But it is what it is. Dann habe ich mir vorgenommen, einmal mindestens einen 1-Stunden-Lauf zu machen. Also ich gehe ja 2-mal die Woche laufen, 2 bis 3-mal die Woche und ich möchte einmal mindestens einfach nochmal so einen 1-Stunden-Lauf machen, weil ich habe das, glaube ich, im Februar oder im März geschafft und ich möchte das gerne nochmal machen. Ich schaffe es natürlich nur, wenn es ein guter Tag ist. Man kann sich das nicht vornehmen, aber ich hoffe, dass es klappt und ich hoffe, dass es passieren wird. Dann möchte ich wieder 4 Bücher lesen und auch 4 Videos posten. Diesen Monat wird es was. Und ich habe mir vorgenommen, mindestens einmal zum Yoga zu gehen, weil ich habe noch Credits bei einem Yoga-Studio und irgendwie gehe ich einfach nie und ich weiß nicht warum. Also ich muss mir einfach mal die Zeit nehmen und einfach wirklich mal hingehen, weil es ist toll. Es ist toll, zum Yoga zu gehen. Man fühlt sich nie so entspannt und ausgeglichen wie nach einer Stunde Yoga und Meditieren. Das sind meine Goals für diesen Monat. Ich freue mich schon sehr. Ich freue mich einfach
unendlich doll auf diesen Monat, wirklich. Es ist auch alles so perfekt, weil ich bekomme jetzt soon meine Tage und ich glaube, wenn der Urlaub dann beginnt, werden die wieder vorbei sein. Just perfect. Next on, meine Habit Tracker. Okay, Leute, ich bin ehrlich. Ich nehme einfach genau dieselben Habits wie letzten Monat wieder. Einfach, weil es genau die Sachen sind, wo ich immer noch merke, mir tut es gut, wenn ich das tracke und es bringt einfach was. Und das sind genau die Sachen, die mir gerade einfach immer noch am wichtigsten sind in meinem Alltag, in meiner Routine, in meinem Leben. Deswegen sind jetzt hier die 6 Habits nochmal aufgelistet. Und zwar zum einen Sport, darunter zählt Pole, Laufen gehen, Yoga machen, love it. Dann Meditation. Ich muss sagen, es hat ganz gut funktioniert. Also wenn ich jetzt den April mir anschaue, Sport habe ich sehr regelmäßig gemacht. Meditation habe ich ganz okay gemacht. Also am Wochenende immer nicht so, aber ich habe schon oft meditiert. Dann Healthy Food. Ich habe auch das gesunde Essen sehr durchgezogen eigentlich. Es gab eine Woche, da war das nicht so möglich, weil Reasons. Aber ansonsten ernähre ich mich ja eigentlich sehr gesund und es ist auch, also Healthy Food ist halt einfach nach meinem Ermessen healthy, ob ich mich gut gefühlt habe auch an dem Tag, weil ich es sehr schnell merke, wenn ich ungesund esse, dass das sehr schnell auf meinen Darm schlägt. Dann Habit Nummer 4, YouTube machen. Auch hier, wie ihr seht, 2 Wochen komplett Pause fast. Falls ihr es seht, hier fast 2 Wochen Pause. Screentime unter 3 Stunden, auch sehr wichtig für mich. Aber ich halte es zurzeit so schlecht ein. Ich bin so viel an meinem verfickten Handy, aber deswegen wird es getrackt. Und Waking up at 6 a.m. schaffe ich eigentlich nur, wenn ich ins Gym gehe morgens. Also 2-mal die Woche ungefähr. Aber hey, immerhin. Deswegen. Das sind die 6 Habits, die ich auch im Mai jetzt tracken werde. Übrigens, Leute, es ist bestimmt spannend für euch, auch nochmal diese Daten hier zu haben. Meine Stimmung. Mir ging es Anfang des Monats okayisch und dann eigentlich ganz gut. Dann ging es mir hier, naja, ganz okay. Aber dann ging es mir hier richtig schlecht. Hatte ich einen guten Tag zwischendrin und dann ging es mir wieder richtig schlecht. Und dann ging es wieder bergauf, zum Glück. Und mein Schlaf ist eigentlich auch recht regelmäßig. Der wurde hier Mitte, Ende des Monats ein bisschen unregelmäßiger. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz okay. Habits sind auch eingetragen. Pläne sind eingetragen. We are all set. Und jetzt kommt der Part, auf den ich zumindest schon wirklich lange gewartet habe und auf den ich mich sehr freue. Und zwar the budget. So, meine Lieben, ein kleiner Szeneriewechsel, damit euch nicht zu langweilig wird. Oh nein, ein Sticker ist abgegangen von meinem Bullet Journal. Dem ist auch zu warm. Also, ich habe letzten Monat angefangen, mein Geld in Budgets zu unterteilen. Schaut gerne auch mein vergangenes Reset-Video an, um da noch mehr Details zu haben. Kurzer Rundown. Basically habe ich eine Liste, wo ich alle meine Fixausgaben habe, plus mein Einkommen. Und sehe dann die Differenz, wie viel Geld ich im Monat frei habe zum Ausgeben. Und das sind 300 Euro. Plus, was wichtig ist, in meiner Fixausgabenliste sind auch 150 Euro, die ich einfach spare, also an die ich nicht rangehe. Das heißt, diese Differenz, diese 300 Euro, sind wirklich 300 Euro, die ich zum Ausgeben habe. Ich habe letzten Monat angefangen, diese 300 Euro in Budgets zu unterteilen. Ich habe 5 Kategorien. Ich habe Essen gehen, ich habe Bücher, ich habe Freizeit, ich habe Klamotten und ich habe Sonstiges. Und seid ihr bereit? Seid ihr bereit zu sehen, wie meine Budgets aussehen? Trommelwirbel! Vom April sehen meine Budgets so aus. Ich habe einfach in keiner Kategorie das Maximum erreicht und ich bin echt stolz drauf. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe mich nämlich nicht, also ich habe schon einfach meine Käufe 2-mal überdacht, so schon, aber ich habe nicht wirklich auf was verzichtet. Am allermeisten überrascht war ich beim Essen gehen. Gehen wir einfach mal von vornherein durch. Und zwar hatte ich bei Essen gehen 50 Euro und ich war nur 2-mal essen, beziehungsweise ich habe mir einmal einen Döner geholt und einmal war ich halt wirklich essen und den Rest, keine Ahnung, habe ich jetzt einfach über. Und ich hätte es echt nicht gedacht, weil eigentlich dachte ich, dass ich viel häufiger essen gehe. Aber ich habe es auch nicht, also ich habe es nicht absichtlich gelassen. Which is very, very good for me, I guess. Bücher habe ich einfach gar keine gekauft, einfach weil ich noch super viele Bücher hatte. Und Kindle Unlimited sowieso und I had no need. Freizeitaktivitäten habe ich 13 Euro ausgegeben. Das war für ein Konzertticket. Sonst nix. Kleidung 13 Euro, da habe ich mir Unterwäsche gekauft. Und das war's. Also ich hatte dann zum Beispiel, ich war nämlich im H&M, um mir Unterwäsche zu kaufen. Und da war so ein Pyjama, den ich echt cool fand. Der war halt rosa und gestreift. Und den wollte ich kaufen, aber dann war ich so, okay, es passt halt nicht in mein Budget rein. Und dann habe ich nochmal überlegt, habe ich den zurückgehangen und war so, ja, ist okay. Ich kann damit leben, dass ich mir den jetzt nicht kaufe. Und wenn ich den unbedingt haben will, dann kaufe ich ihn mir halt nächsten Monat. At this point, ich glaube, ich brauche ihn nicht. Ich glaube, es ist besser, als ich ihn nicht gekauft habe. Ich habe genug Pyjamas und Lounge-Sets, also no loss there.
Und ich habe Geld gespart. Bei Sonstiges habe ich natürlich am meisten Geld ausgegeben. Das waren dann so Sachen wie... Ja, was war es denn? Also es waren so Sachen wie, die 50 Euro sind zum Beispiel Zugtickets gewesen. Ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so sehr, was das alles war. Ah, die 15 Euro war eine Pole-Stunde. Aber sonst bin ich selber ein bisschen überfragt gerade, was das war. Aber es ist ja auch egal, solange ich halt noch im Budget bin. Das war ich in allen Kategorien. Ich bin wirklich stolz auf mich. Und the good news ist, alles, was ich jetzt hier gespart habe, habe ich mitgenommen in den Mai. Und ich habe mein Budget schon aufgeteilt gehabt und eingetragen gehabt. Und deswegen habe ich jetzt hier auch schon Sachen eingetragen tatsächlich. So sieht jetzt der Budgetplan für den Mai aus. Ich habe hier noch so einen Sticker, der ist süß, oder? Und ich liste euch einmal auf, weil letzten Monat hatte ich ja fix mir das Budget eingeteilt und diesen Monat habe ich das fixe Budget plus das, was ich gespart habe. Das heißt, fürs Essen gehen habe ich diesen Monat 77,50 Euro. Für Bücher habe ich 40 Euro. Für Freizeit habe ich 47 Euro. Für Klamotten habe ich 67 Euro. Und für Sonstiges habe ich, und jetzt nicht erschrecken, 340 Euro. Das kommt daher, dass ich noch zwei Sachen auf eBay verkauft habe für jeweils 70 Euro. Und ich jetzt halt einfach 140 Euro nochmal on top aufs Budget gerechnet habe, damit ich diese 140 Euro natürlich auch ausgeben kann, weil dafür habe ich die Sachen verkauft, dass ich halt mir was kaufen kann. Und ja, ich habe tatsächlich vorgestern Essen bestellt für 11 Euro. Deswegen habe ich es jetzt hier schon eingetragen, weil ich ja schon das Geld quasi mitgenommen habe in den nächsten Monat. Und hätte ich es jetzt in den anderen Monat getragen, wäre das halt verloren gewesen, dass ich es schon ausgegeben habe. Deswegen habe ich es schon in den Mai getragen. Und ich habe mir tatsächlich Bücher bestellt. Ich habe mir nämlich Sommerbücher bestellt, weil ich gerade voll den Sommervibe fühle und ich Bock drauf hatte. Deswegen habe ich schon fast alles von meinem Bücherbudget ausgegeben. Beziehungsweise ich gehe davon aus, dass ich diesen Monat nichts mehr davon kaufen werde. Und dann einfach ja, diese 3,50 Euro, die noch übrig sind, mit in den nächsten Monat nehme. Dann habe ich nächsten Monat 23,50 Euro für Bücher. Und ansonsten habe ich noch 5 Euro ausgegeben heute, was absolut unter Sonstiges fällt. Deswegen stehen hier schon ein paar Sachen drin, aber an sich sind meine Budgets jetzt echt hoch und ich freue mich, diesen Monat vielleicht auch ein bisschen mehr Geld dann ausgeben zu können oder obviously kann ich jetzt mehr Geld ausgeben und ja, bin gespannt, was es wird. Ich habe noch nicht wirklich geplant, was ich mir kaufen möchte, außer Pole-Stunden, die sind halt echt teuer, aber ja. Und ich muss wirklich sagen, ich bin einfach unfassbar glücklich mit diesem Budgetplan. Es macht unfassbar viel Sinn, es macht viel Spaß. Ja, weil ich jetzt eben halt nicht mehr ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich Geld ausgebe, sondern ich sehe halt, hey, es ist voll in meinem Budgetplan drin und wenn ich halt unter meinem Budget bleibe, dann kann ich das Geld sogar noch mit in den nächsten Monat nehmen und habe dann noch mehr Geld zum Ausgeben. Deswegen, it's a good fucking system. Ich bin richtig, richtig happy damit. Es wird dringend mal Zeit für ein neues Kuscheltier, finde ich. Nach einer kleinen Unterbrechung wird es Zeit, über die Bücher zu reden, die ich diesen Monat gelesen habe. Ich habe im April 4 Bücher gelesen, also komplett meinem Durchschnitt entsprechend, ja. Wir zählen das Buch, was ich heute beendet habe, einfach mal mit dazu. Wir fackeln gar nicht lang drum rum. Ich beginne einfach mit dem ersten Buch, was ich im April beendet habe. Und das ist Magnolia Parks Into the Dark. Leute, ich muss sagen, ich bin diesmal nicht ganz so happy mit den Tab Colors, obwohl die eigentlich schon matchen, aber ich fand, das Cover war einfach ein schwieriges Cover, um die Farben zu greifen. Also ich hätte, glaube ich, nur grün und blau machen können, wie der Himmel und dann hätte es, glaube ich, besser ausgesehen als jetzt, weil ich habe versucht, das Rot noch mit aufzugreifen und das Braun. Naja, nichtsdestotrotz, das Buch. Wo soll ich anfangen? Falls ihr Magnolia Parks nicht kennt, Magnolia Parks ist eine Buchreihe, die in London spielt und ein bisschen wie Gossip Girl ist. Also es sind Socialites, es sind bekannte Jugendliche, reiche Jugendliche in der Londoner Szene. Das ist tatsächlich das 5. und letzte Magnolia Parks Buch. Es gibt auch Daisy Hates Bücher, davon wird es noch 2 geben. Aber das ist das letzte Magnolia Parks Buch. Und was soll ich sagen, Leute? Magnolia und BJ haben eine On-Off-Beziehung und dieses Buch erzählt das Ende ihrer Geschichte. Ich möchte natürlich nicht spoilern, wie es ausgeht, aber es war so ein gutes Buch. Ich habe dem ersten Magnolia Parks Teil schon 6 Sterne gegeben und das ist auch ein 6-Sterne-Buch für mich. Also ich liebe, liebe, liebe diese Beziehung. Ich liebe die Charaktere. Ich
liebe die ganze Welt, in der ich da abtauche. Ich liebe Magnolia, ihr Charakter, ihr Humor ist einfach so lustig und ich liebe es, das zu lesen. Also auch wenn das ein 700 Seiten Buch war, ich bin da gefühlt durchgeflogen und es hat so Spaß gemacht und es war so schön. Es war an so vielen Stellen auch so traurig und so emotional und die Charaktere haben sich so echt angefühlt. Also ich glaube, ich habe noch nie Bücher gelesen, wo sich die Charaktere so echt angefühlt haben und wo ich so invested war und so happy damit war, Teil davon sein zu dürfen. Also ich brauche auf jeden Fall auch ein Magnolia Parks related Tattoo in naher Zeit. Ich kann wahrscheinlich auch zu jedem Tab springen und mit es durchlesen, was da steht und bin dann einfach wieder happy oder sad oder invested einfach. Ich liebe auch einfach den Schreibstil von Jessa Hastings. Man merkt auch wirklich, in welcher POV man gerade ist. Das habe ich bei manchen Büchern, dass da halt Dual POVs sind und man aber gar keine Ahnung hat, in wessen POV man sich gerade befindet durch den Schreibstil, sondern halt einfach nur durch den Inhalt. Und hier ist es halt wirklich so, dass du auch durch den Schreibstil wirklich merkst, ob jetzt gerade Magnolias oder BJs Point of View vertreten wird. Und ich finde es super. Ich finde es fantastisch. Ich könnte davon noch 5 weitere Bücher lesen. Bin traurig, dass es vorbei ist und ich werde die Reihe definitiv sehr zeitnah auch nochmal rereaden. Als nächstes habe ich eine neue Autorin gelesen, die ich noch nicht gelesen habe vorher, von der ich aber ein paar Bücher hier habe. Und zwar ist das Ellie Hazelwood und ich habe The Love Hypothesis gelesen. Ich hatte nach Magnolia Parks auf Instagram gefragt, welches Buch ich jetzt nächstes lesen soll und das war der Gewinner. Und was soll ich sagen? Ich glaube, man sieht schon in den Tabs, ich habe nicht unfassbar viel getappt. Ich bin am Anfang gar nicht reingekommen. Ich war super verwirrt. Ich wusste gar nicht, was abgeht. Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie eine süße Story. Es ist eine süße Romance, aber ich bin tatsächlich nicht so der Fan von dem Fake-Dating-Trope, weil ich es einfach irgendwie so, ich weiß nicht, ich kann mich da nicht so gut reinfühlen, reinversetzen, weil es halt sehr unrealistisch ist. Also, things like that don't happen in real life, you know? Ja, ich fand die Love-Story zwischen den beiden ganz süß und es war auch irgendwie, ich hatte schon Momente, wo ich dann gekichert habe oder wirklich so einfach happy war, weil irgendwer irgendwas Süßes gesagt hat oder irgendwas Süßes gemacht hat. Also der Typ da hat irgendwas Süßes gemacht. Es war aber sehr frustrierend, weil es gab eine Szene oder es gab einen Umstand, wo man als Leser schon sehr früh die Lösung für wusste und es hat aber noch lange, lange, lange gedauert, bis diese Lösung endlich umgesetzt worden ist oder bis es endlich aufgelöst worden ist. Und das war sehr frustrierend zu lesen. Den Spice in dem Buch mochte ich. Fand ich gut, fand ich nice. Overall gebe ich dem Buch 3 Sterne, einfach weil ich war nicht so invested. Wie gesagt, es war frustrierend an manchen Stellen und es war auch ein bisschen cringy. Also es ist jetzt so nicht so ganz mein Humor. Es war eher so ein bisschen ein cringiger Humor oder halt sehr cheesy Humor. Und das ist halt nicht so ganz meins. Ich bin halt eher so ein bisschen, ich habe einen trockeneren Humor, glaube ich. Und nicht so diesen sehr offensichtlichen, cheesy Humor halt. Aber wie gesagt, ich fand die Love Story süß. Ich habe oft kichern müssen oder ab und an mal kichern müssen. Und deswegen 3 Sterne. Dann habe ich angefangen, auch eine neue Autorin, die ich noch nie zuvor gelesen habe. Und zwar von Stephanie Garber, Caraval. Caraval ist spannend. Es ist ein Fantasy-Roman, aber es ist noch sehr nah an der Realität. Also es ist jetzt nicht so, dass es High-Fantasy ist. Es geht um eine Art Zirkus, um eine Art Karneval, der einmal im Jahr stattfindet und wo man sich Tickets verkaufen kann. Und es ist eine Art Spiel. Also du kannst da gewinnen und es gibt Hinweise, die dich zum Ziel bringen und so weiter und so fort. Aber du darfst halt nicht vergessen, dass es nur ein Spiel ist, weil sich viele Dinge sehr real anfühlen in diesem Spiel. Das hat dieses Buch meiner Meinung nach sehr spannend gemacht. Was ich auch sagen muss, was mir sehr gefallen hat an dem Buch, ich habe ja nicht so das bildliche Forschungsvermögen. Also ich würde sagen, ich habe eine Art A-Fantasie, wo ich halt einfach keine Bilder in meinem Kopf sehe. Aber dieses Buch hat wirklich viele Bilder in meinem Kopf hervorgerufen, einfach weil es so visuell beschrieben ist, mit so viel Farben und so viel Sparkle und keine Ahnung. Also es hat wirklich, wirklich schön diese Szenerie in meinem Kopf gestaltet und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es halt normalerweise nicht so ist. Ich muss aber sagen, dass ich die Charaktere nicht unendlich likable fand und ich auch nicht die tiefste Bindung zu den Charakteren aufgebaut habe. Ja, ich hatte irgendwie nicht so die Emotionen eine Bindung. Ich habe jetzt irgendwie für niemanden geroutet. Ich habe irgendwie das einfach nur gelesen und die ganze Zeit halt mit so einem skeptischen Blick drauf geschaut und gedacht so, okay, mal gucken, ob es jetzt wirklich alles ein Spiel ist oder nicht am Ende. Aber es war super entertaining. Es hat Spaß gemacht zu lesen. Ich würde es trotzdem empfehlen, auch wenn ich dem Buch nur 3 Sterne gebe, eben weil es jetzt nicht so, it's not that deep, hatte ich das Gefühl. Ist ja okay, aber dafür ein nice read, ein fun read. Es sind auch andauernd irgendwelche Abbildungen in dem Buch. Das mochte ich auch ganz gerne. Das lässt halt noch
nochmal recht schneller lesen, einfach weil viele Seiten einfach voll sind mit Briefen oder Notizen oder was auch immer. Und danach habe ich direkt auch, wie ihr vorhin gesehen habt, Legendary gelesen, also den zweiten Teil der Caraville-Trilogie. Und ich muss sagen, auch das Buch ist ein 3-Sterne-Read für mich. Ich glaube sogar, dass ich Caraville einen Ticken besser fand als Legendary, einfach weil es die ganze Zeit so spannend war. Man wusste nicht, ist es jetzt real oder nicht. In Legendary ist es alles ein bisschen deutlicher, würde ich sagen. Und man dreht sich ein bisschen im Kreis. Es werden sich eigentlich das ganze Buch über dieselben Fragen gestellt. Wer ist das und das? Wo ist die und die? Wie schaffe ich das und das? Und irgendwie, es geht nicht so richtig voran, habe ich das Gefühl, bis es halt dann vorbei ist. Und auch hier, ich habe keinerlei Bindung zu den Charakteren und ich bin auch sehr verwirrt einfach mit den Love Interests. Also ich weiß nicht, was abgeht. Ich bin sehr gespannt, was jetzt im dritten Teil in Finale passieren wird, weil I'm confused. I am really confused und übrigens handelt dieses Buch von der Schwester von der Protagonistin. Also in dem Caraville geht es um Scarlett und hier geht es um Donatella und das dritte Buch behandelt beide. Ich finde aber tatsächlich, dass die beiden Bücher jetzt eigentlich eine gute Basis gelegt haben und ich sehr viel Hoffnung auf den dritten Teil habe, weil dann Auflösung kommt hoffentlich für alle Fragen, die noch so offen sind. Und ja, ich bin einfach gespannt, wie sich das alles am Ende ergeben wird, wie das alles am Ende Sinn macht und rund wird. Aber es ist sehr, also Fun Reads. Ich kann es wirklich empfehlen. Man fliegt auch ein bisschen dadurch. Okay, Leute, und jetzt noch ein kurzer Vorausblick, was ich im Mai lesen möchte. Auf jeden Fall habe ich gerade schon Finale angefangen, den dritten Teil der Caraville-Trilogie. Wie gesagt, ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass dieses Buch nochmal richtig gut werden kann. Einfach wegen dem, was die ersten beiden Bücher vorausgelegt haben und welche Mysteries jetzt noch so offen sind oder welche Fragen jetzt noch so offen sind. Und ich glaube, dass dieses Buch das alles sehr gut einfangen kann. Aber das werde ich auf jeden Fall lesen. Und dann habe ich mir Bücher bestellt. Die sind aber noch nicht da. Und zwar habe ich mir von Emily Henry, ich habe bisher nur Booklover, habe ich aber noch nicht gelesen. Ich habe mir von Emily Henry Happy Place und Funny Story bestellt. Funny Story ist jetzt der newest Release von ihr. Und das wollte ich unbedingt lesen, weil es ist Roommates to Lovers Trope und I wanna read that. Und Happy Place ist halt, da geht es um eine Frau, die in den Urlaub fährt mit ihrem Ex. Ich glaube, es ist beides auch Fake Dating, was ja nicht mein Favorite Trope ist, aber ich glaube, wenn es richtig gemacht ist und irgendwie Sinn ergibt, kann ich mich daran schon gewöhnen. Und ich habe einfach unendlich Bock, mal Emily Henry zu lesen, fühle aber Booklovers gerade nicht so sehr und möchte gerne lieber erst Happy Place und Funny Story lesen. Mal schauen, was es davon im Mai wird. Auf jeden Fall wollte ich so Summer Books. Ah, und ich habe noch Just for the Summer bestellt. Ja, weil jetzt einfach die Temperaturen warm werden und ich habe einfach Bock auf so Summer Romance Bücher, wirklich. Ich habe auch noch hier diesen Summer Thriller. Ich glaube, es ist ein Thriller. Will ich auch demnächst lesen. Ich freue mich schon richtig auf die Sommerbücher. Und was auch noch neu released ist und auf Kindle Unlimited ist, King of Sloth werde ich hundertprozentig demnächst lesen, weil die King of Sins Reihe ist eine meiner Lieblings-Romance-Reihen, wirklich. Ich finde das so nice. Also davon sind zwei Bücher schon 5 Sterne für mich gewesen. Ich bin mir sicher, dass ich King of Sloth auch mögen werde. Deswegen ist das auch auf meinem TBR für den Monat. Aber ansonsten habe ich gerade nicht so viel an Büchern, die ich unbedingt lesen will. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich auch nach der Caraville-Trilogie in Once Upon a Broken Heart reinspringen möchte. Das ist auch von Stephanie Garber. Ich lese halt extra die Caraville-Reihe als erstes, weil man das als erstes lesen soll, im Idealfall. Vor der Once Upon a Broken Heart-Reihe. Und ja, ich bin sehr gespannt, weil ich habe auf dem Klappentext schon was gelesen, wo ich mir so denke, okay, that's interesting. Mal schauen, wo das hinführt. Also vielleicht, ich glaube, das ist halt nämlich auch noch so ein Frühling-Sommer-Buch. Das sieht zumindest so schön frühling-sommerlich aus. Okay, Leute, es gibt nur noch eine Sache und zwar möchte ich euch noch mein Regal zeigen. Ich habe mich ein bisschen umgeräumt, mein Bücherregal, und ich habe was gebastelt und das habe ich noch nicht gezeigt und das möchte ich jetzt noch kurz zeigen. Okay, und zwar hier oben habe ich ja meine ganzen Non-Fiction Self-Help-Books und ich habe jetzt angefangen, die Reihe darunter schön zu machen. Woo! Und Leute, guckt mal, ich habe einfach diesen Booknook gebastelt und es ist so schön. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe den zu Weihnachten geschenkt bekommen. Wow! Das war eine absolut krasse Arbeit, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Es sieht richtig schön aus. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier meine Romance-Bücher. Ich habe aber zu viele, deswegen sind in der Reihe darunter auch noch welche.
Hier ist ein bisschen durcheinander. Hier ist Romance, hier ist Literary Fiction, hier ist Mystery und noch Fourth Wing. Und hier ist halt Acta, Shatter-Me-Reihe und da hinten jetzt die Caraval-Trilogie. Und hier auf der Seite habe ich jetzt die ganzen Philosophical-Sachen und meine Sachen auf Deutsch, meine Harry Potter-Bücher, meine Mangas. And that's it. Ich finde es total crazy, weil eigentlich denke ich die ganze Zeit, ich habe schon viel mehr Bücher gelesen, aber eigentlich sind es irgendwie noch gar nicht so viele. Also ich meine, die Kindle-Bücher stehen halt nicht drin und die ich mir ausgeliehen habe, aber naja. So, meine Lieben, ich verabschiede mich an dieser Stelle auch schon wieder von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich liebe die Reset-Videos ja immer total. Ist wirklich meine liebste Art von Video zu filmen. Ich hoffe, ihr startet gut in den Mai rein. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und bis bald. Ciao!